Hallo Leute, es ist morgens 9 Uhr, deshalb ja, bin ich noch alleine, aber mach nichts, wir wollten sowieso jetzt in dieser Folge bauen und mir fällt auf, Minecraft-Leben ist einfach fertig, also es kommt nichts mehr, außer ein paar Rollenspiel-Leben-Parts von Debitor und noch irgendjemand, weiß jetzt nicht mehr genau. Und das finde ich ein bisschen schade, das ist ein Pferd. Aber mein Pferd habe ich auch wieder gefunden, das ist dort hinten im Meer geschwommen. Und ich musste es mit einem Sattel dann wieder, ja, ich muss es satteln und dann wieder hinbringen, da zum Gehege. So, ja, die Brücke ist jetzt weg. Die wird jetzt neu gebaut, die ist jetzt natürlich noch nicht da, neu. Aber ich habe schon mal schon dort hier drüben, da sieht man die Cobblestones, kann jetzt immer noch nicht zoomen, ich weiß nicht, wie man zoomt. Ah, nicht Slash, nein, auch nicht das. Okay, egal. Wir gehen jetzt da drüber zu den Cobblestones, dort habe ich mal einen Weg vorbereitet. Ich denke, ich werde einfach mal beginnen mit dem holzigen Zeugs, also vom Dock, weil wir ja den Hafen bauen. So, endlich drüben. Ja. Und wenn wir die Brücke hier haben, dann ist wieder die Brücke zu klein. Nein, nein. Ich dachte gerade, was besser wäre. Aber so eine schöne breite Brücke ist doch geil. So, also hier haben wir den Weg. Und also, wenn wir jetzt den Weg so breit machen, könnten wir nicht hier überall Treppen bauen. So, also machen wir dunkle Bretter am besten. Hallo. So, also wenn jetzt hier sollen wir nach oben bauen oder nach unten? Eigentlich müssten es nach unten gehen. Wenn wir den Weg so breit machen. Ja, das ist falsch. Ich hoffe, das ist so richtig. Wir könnten den Weg ja mal vorbauen. Nehmen wir dafür einfach mal den. Wir machen den tief. Das ist dann blöd, also dann müssen wir fast. Oh je. Das wird schwer. Toll. Nicht lecken, bitte. Jetzt leckt plötzlich Optifine, aber ohne Optifine leckt Minecraft nicht. Ja. Ja, wer ist das wahrscheinlich? Ja, aber. Aber hat einfach keinen Bock. So, ja. Was ist das hier? Was ist denn so? Ja, mit der wir wahrscheinlich schon fast zu wenig. 2, 1. Wie soll ich das machen? Ich mache zuerst mal den Berg hier wirklich nicht. Bekomme ich noch das Kotzen, das Höllen und alles mögliche über. Ja, es ist wieder schwer reinzukommen.
Bauprojekte, wenn man ein bisschen 2 Wochen weg war. So, und hier ist sogar noch Schnee. Der Schnee. Der wird aber weggemacht, alles Schnee, was ihr hier seht. Weil Schneegebiet im Dorf wäre nicht so gut. Also dann hätten wir hier, machen wir die da, mal den Gang nach unten. Turboschaufel, das ist schwer hier abzutragen. Dann machen wir die 2. So. Und dann hätten wir hier noch 1 runter. Und ich habe einen Screenshot gemacht, das will ich eigentlich nicht. Wieso sind die Screenshots immer so? Wieso sind die Screenshots auf der Taste neben dem J, Y? Das nervt. Also Mojang, was habt ihr wieder gedacht? Ich dachte, Screenshots sind F2. Wieso macht ihr das plötzlich wieder? Und dann muss ich das hier so machen. Oh. Ja. Wir haben wieder fast zu wenig. Dankeschön. Kann man nicht da machen. Ich könnte kurz schlafen, aber dafür müsste ich wieder zu. Ja. Also, sieht irgendwie nicht nach einem Hafen aus. Ja, fühle mich gerade ein bisschen Debris. Ah, oh, Gottchen. Also, wir bleiben kurz nachher. Ich will nur kurz euch hier hinten zeigen, bevor ich es dann nicht mehr mache. Die Schilder hat übrigens Lost da aufgebaut. Zum Hafen, also zum Kriegshafen eher. Hier haben wir übrigens eine schöne Schlucht. So kann ich mich wieder ein bisschen erholen vom Bauen. Ich konzentriere mich immer viel zu viel aufs Bauen. Tut mir leid. So, nochmals zu. Ah, zum Hanfen. Okay. Gehen wir halt zum Hanfen, wenn es nicht der Hafen ist. Vielleicht gibt es dort Hanf. Hatsch. So. Ja. Hier kommt, denke ich, auch mal auch etwas hin. So als Abgrenzung zwischen dem Handelshafen, der ja hier ist, wo wir begonnen haben, bis hier. Und der Kriegshafen hier. Könnte hier so ein Lagerhaus oder so sein. Und dann kommt hier gleich die Kaserne. Oder was man so in einem Kriegshafen noch hat. Dann könnte man hier im See auch irgendwas machen. Nochmal so eine Brücke. Und ja, dann geht es hier entlang. Und das finde ich so schön, dass hier so ein mega Extreme Hills Biom, genau, ist. Es macht so, ja, könnten wir so ein Fort oder eine Burg hier drauf bauen. Da wollen wir kurz schauen. Das machen wir jetzt, bevor. Also ich sage einfach mal mir ein bisschen Feedback, wie ich das schon mal gemacht habe, auch wenn es sehr, sehr wenig ist. Aber ja, wie das am Ende vor allem aussehen soll. Also ihr könnt das sicher vielleicht ein bisschen besser herausfinden und so. Ich bin wirklich nicht so der. Ja, ich bin halt nicht mit viel zufrieden, sozusagen. Aber ja, wenn ich dann mal wieder drin bin, dann geht es wieder los bei mir. Also bei mir ist meistens so das Problem. Wir könnten so hier eine Burg, also eine Mauer machen, dahinter Häuser. Dann geht es hier so nach oben. Und da oben sind dann noch mehr Häuser und eine Burg oder so. Dafür müssen wir mal hier nach oben auf die Burg. Ja, zum Beispiel hier drauf, also wenn wir hier den Schnee auch wegmachen könnten, wäre super Starbuck. Und es ist halt leider ein bisschen kompliziert, den Schnee wegzumachen, weil es nicht so ein normaler Befehl gibt.
So, jetzt gehen wir nach oben. Haben wir hier genug Platz? Oh, das ist schön. Hier könnten wir nicht den Weg nach oben bauen dann. Also es gibt viel zu tun. Wir machen das für den ganzen Server, für alle Leute. Also das ist öffentlich, das ist Rollenspiel. Die Burg und der Hafen, alles gehört zum Rollenspiel. Könnten wir etwas sehr Gutes machen. Und ja, deshalb, jeder darf mitmachen und jeder darf entscheiden, aber eben auf nicht Kosten der anderen. Also wenn ihr jetzt sagt, hier kommt ein Leuchtturm hin, aber alle wollen es nicht, dann stimmt es so, also dann ist es so, die Allgemeinheit entscheidet und nicht ein einziger. Und vieles läuft in Abstimmung ab, weil wenn jetzt zum Beispiel einer einfach einen Kackbrocken oder irgendwas etwas hinstellt und alle sind unzufrieden, dann überlegen wir es, ja, sollen wir es abreißen oder sollen wir es lassen? Und wenn er sich nicht meldet, dann wird es einfach so abgerissen oder ja. Es ist so, wir sind eine Community und wir wollen halt gemeinsam etwas, und wenn jemand etwas Egoistisches baut, das allen stört, dann kann es natürlich auch abgerissen werden. Zum Beispiel soll, dass ich es kurz Ding habe, ich nehme es jetzt kurz nur als Beispiel, ich mache es jetzt ein bisschen anders, nur als Schutz. Jemand hat einen Garten an einem Ort gemacht, wo ein Weg hin soll. Und das Problem war, ich habe einfach gesagt, bevor ich ins Krankenhaus musste, weil ich ja ein Ding habe, Infektion hatte, habe ich gesagt, ja, der Garten müsste dann weg, weil ich den Weg mache und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wer das ist, gefragt, und es sagte niemand. Dann dachte ich, es sei ein alter Garten von mir. Und es war wirklich ein alter Garten von mir, es hat nur eine neue mit besonderen Pflanzen gepflanzt. So. Und nach den Ferien kam ich wieder zurück und dann hatte ich als erstes natürlich eine Schimpferei am Hals, weil alle dachten, ich sei es gewesen. Vor allem wurde gesagt, dass ich es sei. Und ja, da musste ich den Schrei kurz schlichten. Es war schnell vorbei. Aber ich nehme es nicht böse, also kein Problem, wenn es ein Missverständnis gab. Und ja, dann habe ich ihm gesagt, ja, wenn es irgendwo anders anpflanzen kann, ich gebe dir die Samen und ich gebe dir eine Hacke, und dann kann es woanders tun. Aber eben, so ist ja, wo markiert sind, bitte nicht noch überbauen. Also am besten ringsum schauen, ob irgendwo ein Schild ist oder eben so Cobblestones. Die Cobblestones tun eigentlich immer hier auf dem Server einen Weg, der im Bau ist, Ding. Bevor, also bei Wege recht lang gehen, vor allem wenn man sich so wie beim, also wenn man zur Kneipe schaut, nach rechts geht zum Leuchtturm vorne, wenn es solch ein Weg ist, dann hätte man schon gerne, wenn man so Cobblestones auch als markant hat und die Leute es auch einhalten. So, also vielleicht mache ich es hier auch mit oberhalb Steps, nur unterhalb Steps, wegen dem Schnee, aber mal schauen, ob ich Starpook sagen kann, dass, also ob es Ding macht, dass hier auch der Schnee weggeht, auf so an der Grenze entlang. Weil auf der anderen Straßenseite dürft ihr bauen, da dürft ihr machen, was ihr so privat haltet oder auch nicht privat, also auch öffentliche Gebäude sind immer sehr willkommen auf dem Server. Tut mir leid, ich habe gerade fast gegähnt. Ja. Also. Dann denke ich mal, machen wir lieber ein bisschen am Ding weiter, weil ich weiß jetzt wirklich hier nicht so, was ich machen sollte. Ja. Also, lieber mal hier nach drüben. Ich hab's mitgenommen.
Wieso schwer machen, wenn wir es auch leicht machen können, oder? So. Nein, der baue ich nicht mit der Axt ab, sonst geht es halt so schnell kaputt. So. Und jetzt können wir die irgendwie super parken. Ich hoffe. Weil die Boote auf dem Server sind nicht so gelenkig wie im Singleplayer. Ja, man kann zum Beispiel nicht nach... Man kann überhaupt nicht nach links. Wieso kann man nicht nach links? Wieso kann man auch nach links? Wieso backt denn das so? Wieso backt denn das so? Und wahrscheinlich sind wir in der falschen Position. Darum tue ich das Boot jetzt hier. Wieso stoppt das nicht? Nein, nicht nachher. Oh Gott. Ja. Tut mir leid, Boot. So. Jetzt gehen wir nach oben. Am besten hier nicht, wo der Garten ist. Also bitte an alle auf dem Server, bitte diese Seerosen nicht kaputt machen. Die sind jetzt nicht zum Zerstören da. Die sind zum Drüberlaufen da. So, okay, ja. Meine Zwischenlage, Baukiste. Zum Bauen, da mache ich am besten die Sache nicht dort rein. Unsere Müllkiste, so genannt, ja. Könnte ich brauchen. Sand rein, Werkbank rein. So, 12 Steps. Ja, toll. Was ist denn los? Irgendwie drücke ich einmal und es geht auf 2. Sehr, sehr komisch. 6 gibt es sogar. Also, jetzt haben wir die House Steps. Und jetzt beginnen wir mit. Also, ich weiß nicht, ob ich hier drunter ein Ding machen soll. Ein, sag schon. Ein Zaun, also Zäune zur Stütze. Hab ich denke schon. Ja, toll. Ach, bitte nicht runterglitschen. Okay, ich habe alle. Weil die stecken sich so komisch zusammen. Und dann, Also alle Drops stecken sich so komisch zusammen und backen ihn ein bisschen weg. Keine Ahnung von was das ist. Oder wieso ist das ist. Aber es ist halt ein bisschen blöd. Ja, toll. Sehr schwer mit Tower Steps zu arbeiten, vor allem für mich. Weil ich nicht so der Exakte bin. Das ist unten oben, ja. Das, die sind unten. 2, ja. So, dann mache ich nämlich hier Zäune. So. Das geht immerhin viel besser zum Bauen. Das ist jetzt nicht so an einer Ecke, dass die Ecke so zu ja noch schräg ist und alles mögliche da drüben und alles mögliche. Das ist sehr gut hier. Das ist eher in meinem Gebiet als sonst. Ja, jetzt haben wir halt Hühnchen, wenn die Küchen kaputt gemacht werden, haben wir halt Hühnchen, die können wir wieder sammeln und wieder hinstellen. Die Planten sind schwer. Da mache ich dann am besten etwas. Ja, dann hole ich irgendwie wieder Kühe oder so. Weil man kann die Sachen einfach in der Farmwelt zum Portal machen und hoffen kurz, dass Darkbook oder ein anderer Admin da ist und sagen, ja, ich möchte gerne die Tiere hierhin zu meinem Haus gebracht werden und dann spawnt einfach die Tiere dann neu bei dir zu Hause im Stall und ja.
Ich hoffe, die gehen nicht kaputt, aber scheinbar gehen die nicht kaputt. Und ich habe so wenig, also ich verbrauche so viel Half-Steps, Wahnsinn. Ich fühl mich creepy. Creepy for my resource. Ich fürchte mich zu viel für Ressourcen zu verbrauchen. La 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 la. Und es laggt immer noch kurz. Wahrscheinlich ist es Fraps wieder das Problem mit Java hat. Mann, ich will eine neue Grafikkarte. Ich bräuchte ein neues Netzteil. Ich bräuchte einen stärkeren Stromkreis, bräuchte eine neue Stromsicherung. Alles möglich nur für eine neue Grafikkarte, damit die Arschlöcher von... Oh, sorry. für die unnetten GeForce-Leuten, dass sie Shadowplay nicht früher machen können. Oder dass Leute kein kostengünstiges Programm für mich machen, das relativ performance-günstig wenig ist und so. Ja, ich bin so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich muss unbedingt mehr Geld verdienen. Okay, das ist jetzt nicht so gut hier. Ja, da habe ich drüber gebaut. So. Also, es ist gut, dass es geht und noch wächst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da habe ich auch wieder das Neues gelernt. Weil in der letzten Zeit habe ich ja recht viel mit für mein zu Minecraft vergessen, weil ich halt eigentlich immer Mods gespielt habe und andere ähnliche Spiele. Vor allem Terraria mit N-Mod. Und ja. Dieses neue Spiel Creativerse, das ich übrigens sehr empfehlen kann. Da mache ich ein Let's Play dazu, aber ja, wird wahrscheinlich heute vorgesetzt oder so. Weil ich es nicht so mit Steam jetzt momentan machen will. So. Also, dann haben wir das hier mal schon. Jetzt muss ich noch Zäune machen, sonst kann ich das nicht testen. Wir brauchen sehr viel Holz, das ist nicht gut. So. Genau. Ich liebe die Zäune, die sind so dunkel. Die Birken sind hier ein bisschen zu niedrig. Ja, jetzt können wir leider nur hier die machen. Da mache ich am besten hier einen Baumstamm. Zwei. Ja, leider sieht es nicht ganz so gut aus, aber immerhin ist es wegen dem unsichtbaren Wasser durch Optifern. Da passt genau. Nein, nicht dort. So. What the fuck? Das wollte ich nicht, Herr Petermeter. Einen Meter verschoben. Ja, okay, das mache ich dann, wenn ich mehr Zäune habe. Ich muss jetzt hier noch von unten. Genau. Ja, und da drüben muss ich dann auch noch. So. Und die nächsten Zähne kommen hier oben dann drauf. Muss ich dann noch schauen, wie. Ja, ich mache am besten hier. Ja, ich mache hier die Schwarzzeichen. Mal schauen. So. Genau. Zwei sind drei. Ist drei gut oder? Ja.
Oh, ich liebe so dunkles Holz. Es ist zwar nicht mehr ganz so schön wie im Ding. Ah, der Flow kommt. Es ist nicht mehr so ganz schön wie im Vanilla. Aber, ja, doch gut. Ich kurz schauen. Ah ja, im Singleplayer ist es doch auch hell. Aber in anderen Texture Packs ist es zum Beispiel noch dunkler und das finde ich schön. So finde ich es jetzt nicht so gut. In den zwei, also im Vanilla und im Pure Beadcraft. Ja, endlich wieder. Ich hatte immer wieder Schlafprobleme. Und ja. Deshalb, ja, bin ich immer noch nicht so ganz fit, aber immerhin fitter als die letzten Tage. Weil Schlafprobleme, wenn ihr Schlafprobleme habt, dann ist es wirklich nicht nett. So, Delle. Machen wir das Holz mal hier rein, weil, ja, weil ich ein bisschen faul bin. Ups. Komm. Ja, jetzt habe ich es richtig gemacht, aber ich backe. Ah, was ist denn los? Einer von Mojang, ich weiß nicht, ob der eine war oder so, hat mal gesagt, er würde niemals Minecraft von Java befreien, also dass es auf einer anderen Engine läuft, weil ich weiß es nicht, wieso. Also vor allem, ich hätte es ja sehr, sehr gerne, wenn Java nicht Ding wäre. Weil, schaut euch mal Creative.js oder Terraria an. Läuft einfach unwerfend gut und Java macht Probleme, vor allem mit 64-Bit, ja, mit 64-Bit Windows. Und deshalb hätte ich es doch so gerne, aber irgendwie streiken die Entwickler von Mojang extrem darüber. Boah, diese Kerne. Boah. Das ist schon echt viel. Ja, finde ich ein bisschen ganz, ganz, ganz frech, aber naja. Eben, es ist Mojang. Es ist nicht irgendwie Bethesda oder ja, ich finde langsam Mojang ist so wie EA Games oder Ubisoft. Das ist nicht der Weg. Das ist das Dock. So. Ja. Weg ist dort bei Steine links und rechts. Er hat wahrscheinlich ein bisschen Orientierungsproblemchen. Gehe ich kurz. Hier muss ein Weg drüber. Ich will hier abkürzen. Oh nein, ich hier. Ja, jetzt hat er hier einen Wasserfall gemacht, aber das ist schon in Ordnung. Gehe ich einfach drüber. So. Ja, aber breit halt. Ja, mindestens 4 Meter breit. Er kann ja gleich direkt neben dem Dock bauen. Oh, was ist jetzt mit ihm noch? Also wirklich, momentan nervt er. LOL hieß noch Ding, Eis. So, gehen wir mal zu ihm. Hahaha.
Du bist selber schuld, wenn du meinst, du musst mit mir immer Scheiße machen. Schade. So, 2. So. Mit hellem Holz. So breit. So, ich hoffe, das checkt er jetzt diesmal. Und wieso 3? Naja, ist halt ein Hauptweg. Weil das ist eine Verbindungsstraße eigentlich. Also so, ja, man müsste jetzt nicht die Brücke auch so breit machen, aber dann den Weg hier weiter. Weg hier nicht weiter. Ich habe keinen Kobel, aber wenn man jetzt hier zum Beispiel so und da Brücke, ja. So, also. Ja, also das, ich denke, der Part reicht und wir machen dann im nächsten Part weiter. Und ja, wenn er mal Lust hat. So, ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.